Frisch serviert, der PwC Steuerpodcast. Ja, hallo, Arne Schnittger hier wieder dabei und ich freue mich, dass sich viele eingeschaltet haben zu unserem Podcast, zu unserer ausbekannten Ausgabe Frisch serviert. Wir servieren neue frische Steuernews und das machen wir in gewohnter Besetzung. Ich darf ganz herzlich begrüßen Kerstin Holz und Ronald Gebhardt, bereits bekannt aus den letzten Folgen. Und wir gehen direkt rein in die Neuigkeiten aus dem Steuerrecht und wollen beginnen mit einer ganz neuen spannenden Entscheidung des BFH. Der BFH durfte sich vor einigen Wochen mit der Frage beschäftigen, inwieweit wir also auch im Falle von Verschmelzungen den 42AO zu beachten haben. Es ging hier um einen Sachverhalt, in dem eine Gesellschaft Verluste erlitten hat und eine Gesellschaft auf diese Verlustgesellschaft verschmolzen wurde, also die Gewinn auf die Verlustgesellschaft verschmolzen wurde, um hier eine Verrechnung von Gewinn und Verlusten zu erreichen. Und der BFH musste sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit das einen Gestaltungsmissbrauch darstellt. Ganz spannende Entscheidung. Der BFH kommt hier eben dazu, dass grundsätzlich der 42AO wohl zu prüfen ist. Insbesondere nach der Neufassung der Absatz 1, Sätze 2 und 3 gibt es ja keine Lex Spezialis Wirkung. Aber ich muss natürlich bei der Prüfung den Wertungsrahmen anderer Vorschriften mit Berücksichtigung bei der Prüfung dieser Vorschrift und muss dann zum Beispiel Vorschriften wie 8b Absatz 4 KStG, alter Fassung, die 7-Jahresfrist oder auch jetzt den 22 Wohnungssteuergesetz entsprechend beachten. Und hier kommt es eben dazu, dass wenn ich also nach diesen allgemeinen Vorschriften keinen Missbrauch habe, muss man das auch bei der Anwendung des 42 Abgabenordnung eben entsprechend berücksichtigen, kann da nicht die Hintertür die Tatbestandsvoraussetzung verändern, weil der Gesetzgeber sich was anderes eigentlich überlegt hat. Und hier kommt der BFH eben dazu, dass diese Vorschrift, dass bestimmte Vorschriften eben nicht gerade nicht erfüllt sind, vor allem der 12 Absatz 3 Satz 2 Umwandlungssteuergesetz, um den es hier unter anderem ging, der regelt ja eine Verschmelzung einer Verlustgesellschaft. Das haben wir eben nicht. Es handelt sich eben, die Vorschrift ist eben nicht erfüllt. Und wir haben auch hier nicht irgendwelche Mantelkaufregelungen zu beachten, so wie in 8c KStG, sodass von der gesetzlichen Ausgangslage her dieser Fall jetzt hier klar eigentlich an der Stelle zulässig war. Und er kommt auch weiter zu Aussagen, dass also hier auch die grundsätzliche Nutzung von Verlusten und die Herbeiführung des Verlustausgleichs auch nach seiner Einschätzung, er rekurriert auf alte Rechtsprechung, auch weniger kritisch ist vom Hintergrund des 42AO, weil sie dient eben der Herstellung des Leistungsfähigkeitsprinzips. Und deswegen müssen hier auch nicht, das ist auch ganz interessant, dass eine Einstellung keine außersteuerliche Motive herangezogen werden. Das gilt allerdings nur, wenn bestimmte Verluste betroffen sind. Auch das nochmal ganz spannend, was der BFH in seiner Entscheidung da erarbeitet. Es müssen nämlich, muss unterschieden werden nach der Qualität der Verluste. Einerseits gibt es solche Verluste, die ich eben nur einkaufe. Dann gibt es vielleicht auch noch Verluste, die vielleicht mit irgendwelchen Lenkungsnormcharakter verbunden sind. Da äußert er sich nicht weiter zu. Und es gibt aber auch die eigenen echten Verluste, die ich selbst erwirtschaftet habe. Und um die geht es ihm hier. Wenn die also selbst die selbst erwirtschafteten Verluste genutzt werden, dann gilt jetzt hier zumindest nach diesem Urteil dieser geringere Wertungsrahmen. Und das Spannende ist, er kommt auch dazu, dass das hier eigene Verluste sind, obwohl hier sogar also auch die Gesellschaft sogar, die ist ja gegen die Verschmolzenwoge erworben wurde. Er sieht das also durchaus, dass es hier durchaus Ähnlichkeiten zu einem Mantelkauf gibt. Nicht Mantelkauf, dass ich eine Verlustgesellschaft kaufe, aber dass ich eine Gewinngesellschaft kaufe. Das ist also eine fremde Gesellschaft, die Gewinne erzielt hat. Aber er kommt dazu, dennoch, dass es hier in dieser Konstellation sollte also der Rahmen dessen nicht überschritten sein, sodass ein Missbrauch anzunehmen ist. Also von daher wertungsmäßig kommt dazu, das Ganze wäre auch zulässig, obwohl die Einkünfte jetzt hier eines anderen Steuersubjekts eigentlich der zugeschoben wurden. Also eine ganz spannende Entscheidung, würde ich denken. Und ja, ich gucke nochmal in die Runde, Ronald, Kerstin, Ronald, vielleicht deiner Einschätzung nach, was können wir dem Urteil hier entnehmen? Wie magst du die Entscheidung da bewerten? Also ich finde sie hochspannend, muss ich zugeben, weil in der einen Randziffer relativ deutlich rauskommt, dass der BFH sagt, es kommt eigentlich im Ausgangspunkt gar nicht darauf an, ob es eine sozusagen spezialgesetzliche Missbrauchsvermeidungsvorschrift gibt, also dass die auch als Missbrauchsvermeidungsvorschrift gilt, sondern also wenn es eine spezialgesetzliche Vorschrift gibt, die sozusagen diesen Sachverhalt erfasst, dann sind eben die Wertungen dieser Norm bei der Anwendung des 42AO zu beachten. Jürgen Lüdecke hat das ja immer so beschrieben, wenn ich eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift missbräuchlich umgehe, dann ist das vielleicht doch 42AO. Also wenn ich sozusagen die Wertungen
der speziellen Vorschrift missbräuchlich umgehe, falle ich doch noch in den 42 Euro. Ich finde das eine interessante Überlegung. Der Gedanke war ja immer, dass die spezialgesetzlichen Vorschriften den 42 Euro nicht verdrängen, sondern sie verengen seinen Anwendungsbereich. Aber es bleibt halt ein Anwendungsbereich für den 42 Euro übrig. Und wenn ich, wie gesagt, diese speziellen Normen umgehe, dann bin ich vielleicht doch im 42 Euro unterwegs. Ja, da muss man sicherlich unterscheiden. Es hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn ich glaube, was man sagen kann, wenn die Normen einen Fall ausdrücklich als unschädlich sozusagen beurteilen, dann glaube ich, das ergibt sich aus dieser Entscheidung. Übrigens Aktenzeichen 1, Satz 2 aus 18 hatte ich vergessen zu sagen. Vielleicht noch für alle, die ihn nachlesen wollen, kann man da nochmal nachschauen. Aber wenn ich jetzt eine Vorschrift habe, die hat eben solche Normen und tituliert etwas als unkritisch, kann ich durch die Hintertür, glaube ich, das nicht reinholen. Richtigerweise kann natürlich die Frage aufgeworfen werden, wenn eine Norm hier vielleicht einen Fall nicht regelt, muss man dann davon ausgehen, dass ich möglicherweise dann immer noch ein 20. O habe, den Anwendungsbereich. Ich denke, das wird man wohl so grundsätzlich konstatieren können. Hängt aber auch, meine ich, jetzt ein Stück weg davon ab, ob der Gesetzgeber vielleicht bewusst nur bestimmte Sachverhalte als Missbrauchsnormen tituliert. Wenn er sagt, andere werden nicht erwähnt, das ist eine abschließende Aufzählung, dann wäre auch wieder mich schon eine Frage, kann ich dann mit 42 Euro operieren? Also da ist natürlich jetzt die Einzelfallentscheidung dazu treffen, das kann man nicht so abstrakt vollziehen, ja. Okay, also ganz spannendes Thema in der Tat, von daher die Entscheidung nochmal zur Lektüre empfohlen. Und ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen auch im Abkommensrecht. Kerstin, vielleicht magst du einfach uns nochmal kurz darstellen, was wir dort im Abkommensrecht für Neuerungen zu verzeichnen haben. Ja, sehr gerne. Und zwar fange ich an mit bilateralen Abkommensrevisionen. Alle reden ja zurzeit vom multilateralen Instrument, wir auch gerne. Wir schreiben auch drüber, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber in diesem Fall möchte ich jetzt das Augenmerk ganz bewusst auf bilaterale Abkommensrevisionen lenken. Wieso gibt es da überhaupt diese Zweigleisigkeit, einmal Änderungen auf dem multilateralen Weg, einmal auf dem bilateralen Weg? Da muss man einen Blick zurückwerfen ins Jahr 2017. Da hat Deutschland nämlich das multilaterale Instrument unterzeichnet. Und damals sollten noch 35 deutsche DBA durch das MLI geändert werden. Deutschland hat dann aber mit vielen Vertragspartnern versucht, eben bilaterale Verhandlungen aufzunehmen und die Änderungen, die eigentlich durch das MLI indiziert sind, auf bilateralem Weg durchzuführen, mit Revisionsprotokollen ganz normal, weil das eben verschiedene Vorteile hat. Zum einen wird direkt das DBA geändert. Das ist nicht wie das MLI neben dem DBA anzuwenden, sondern das Revisionsprotokoll ändert direkt einzelne Vorschriften im DBA, dann auch in Abstimmung mit dem Vertragspartner natürlich. Und das ist auch ein bisschen, man ist ein bisschen flexibler, man ist nicht an dieses enge Korsett des MLI gebunden. Man kann also zusätzlich auch noch Änderungen aufnehmen, die über das MLI hinausgehen. Und mit wie vielen von den DBA-Partnern, die ursprünglich auf der MLI-Liste standen, sind jetzt Änderungen auf bilateralem Weg geplant? Da hilft mir an dieser Stelle eine Übersicht, die ich mal einblenden möchte, für diejenigen, die uns auch sehen in unserem Podcast. Also es gibt mittlerweile schon 8 unterzeichnete bilaterale Revisionsprotokolle zu DBAs, die ursprünglich mal auf der MLI-Liste standen. Das Einzige, das schon in Kraft getreten ist, das Revisionsprotokoll mit Finnland. Das ist ab nächsten Jahr anzuwenden. Bei 3 weiteren, das sind Dänemark, Liechtenstein und Estland, ist zumindest das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Die sind im Bundesgesetzblatt nachzulesen. Und bei den letzten 4 der unterzeichneten Protokollen, das sind dann UK, Irland, Zypern und Niederlande, das Gesetzgebungsverfahren sozusagen auf den letzten Metern, wird also auch noch vor Abschluss der Legislaturperiode dann abgeschlossen sein, diese Verfahren. Auf der rechten Seite, für alle, die es nicht sehen, sondern uns nur hören, es gibt auch noch weitere Verhandlungen, noch mit 12 weiteren Staaten. 12 weitere Protokolle sind zumindest paraffiert. Das sind hier die im Fettgedruck hervorgehobenen. Und mit 4 weiteren Vertragspartnern gibt es zumindest Verhandlungen. Sowohl beim Stand der Paraffierung als auch Verhandlungen sind uns jetzt die Texte noch nicht bekannt. Die konnten wir nicht analysieren. Aber wir haben uns natürlich die 8 unterzeichneten Revisionsprotokolle im Detail mal angeschaut. Bei einigen ist tatsächlich so, dass hier Dänemark, Zypern und Niederlande, dass diese Revisionsprotokolle nicht nur MLI-Elemente enthalten, sondern auch noch andere Regelungen. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern schauen wir uns mal die aus dem MLI bekannten Elemente an. Wenn man jetzt versucht, ein einheitliches Bild über diese 8 Protokolle zu legen, dann ist das nicht möglich, weil es ist wie immer im DBA-Recht, das kommt auf den Einzelfall an. Was sich allerdings wie so ein roter Faden durchzieht, sind die Änderungen an der Präambel. Also dass als Ziel der DBA auch die Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung quasi hier niedergelegt ist.
Und der PPT, der Principal Purpose Test als allgemeine Missbrauchsvorschrift, das findet sich in allen diesen 8 Protokollen wieder. Der PPT soll ja die Versagung von Abkommensvorteilen sozusagen durchsetzen, wenn eine Gestaltung oder Transaktion nur dem oder einem Zweck dient, nämlich der Vermeidung oder der Erlangung dieser Vorteile, so, dann werden bestimmte Abkommensvorteile eben nicht gewährt. Das wird die Vorschrift sein, die meiste praktische Auswirkung hat. Es verwundert nicht, dass der PPT und die Präambel in diesen 8 DBAs auftauchen, denn das waren im MLI-Mindeststandards. Es gibt allerdings auch noch 2 weitere Mindeststandards gegen Berichtigung bei verbundenen Unternehmen. Und Verständigungsverfahren im Sinne des 25 OEC-Musterabkommen. Das ist allerdings schon lange Zeit deutsche Abkommenspolitik, deswegen wird das nur in jeweils einem DBA zum Tragen kommen. Im Rahmen des MLI hat Deutschland sich für einige optionale Elemente entschieden, die auch hier in diesen bilateralen Revisionsprotokollen auftauchen. Das sind die Mindesthaltedauer bei Schachteldividenden, also die notwendig ist, um den ermäßigten Steuersatz zu kriegen. Und auch ein Beobachtungszeitraum bei der Anwendung der Immobilienklausel. Das wird in 3 von diesen 8 DBA eingeführt, nämlich Estland, Irland und Niederlande. Und 2 Regelungen, nämlich die Ergänzung der Definition bei den Nichtbetriebsstätten und eine Regelung zum Einkünftebezug über Drittstaatsbetriebsstätten. Das wird nur im DBA Niederlande eingeführt. Das ist also hier nur in einem der 8 Protokolle vorgesehen. 2 letzte Punkte noch. Diese 8 Revisionsprotokolle enthalten zum Teil auch Elemente, die Deutschland im Rahmen des MLI abgewählt hat. Das betrifft die Antifragmentierungsregelung bei der Definition von Nichtbetriebsstätten. Und wir sehen auch in 2 Fällen, dass Regelungen, die DBAs noch auf dem multilateralen Weg geändert werden sollten, jetzt auf dem bilateralen Weg nicht mehr aufgenommen sind. Das ist die Vereinbarung von Schiedsverfahren in den DBAs mit Finnland und Irland. Allerdings der Hinweis, das sind ja EU-Länder und da gibt es die Streitbeilegungsrichtlinie, die ist sowieso vorrangig, das verwundert also nicht. Es ist also ein sehr unterschiedliches Bild, was sich da zeigt. Wir werden die anderen Revisionsprotokolle natürlich auch weiter beobachten. In der Hälfte der DBA, das kann man jedenfalls auch nochmal sagen, wird sich nur der PPT auswirken und es sind keine weiteren Änderungen in diesen DBAs durch die Protokolle zu erwarten. Ja, vielen Dank, Kerstin. Wir kommen gleich nochmal dazu zum MLI, in dem wir unseren Aufsatz des Monats besprechen. Von da will ich da gar nicht jetzt noch mehr einsteigen. Ronald, daneben gibt es im Bereich der Abzugssteuern auch noch ein paar Neuerungen. Die wollten wir hier, glaube ich, nochmal darstellen, weil sie doch eine gewisse Bedeutung haben und vielleicht mal schnell übersehen werden, auch gar nicht aus dem steuerlichen Bereich. Deswegen ist die Spannung jetzt sozusagen gelegt. Vielleicht magst du einfach nochmal uns erläutern, was sich da jetzt eigentlich in welchem Bereich, im rechtlichen Bereich geändert hat, was ja möglicherweise auch steuerliche Auswirkungen hat. Genau, ja, vielen Dank, Arne. Also es gibt ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Das musste ich hier gerade ablesen. Das ist gerade im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Und das enthält durchaus etwas versteckt möglicherweise auch Änderungen am Urheberrecht, natürlich rechtlich im ersten Schritt, die aber durchaus auch Auswirkungen auf das Steuerrecht haben. Vielleicht nochmal ganz kurz, es gab ja die sogenannte Total Buyout-Rechtsprechung des BFH, wo der BFH gesagt hat, also urheberrechtlich geschützte Rechte können an sich nur überlassen werden, und zwar dann eben quellensteuerpflichtig überlassen werden, also 50a-pflichtig, mal etwas vereinfacht formuliert, und eben nicht übertragen werden. Zur Erinnerung, Überlassungen sind quellensteuerpflichtig, Übertragungen sind das nicht. Und einer der Punkte, warum das der BFH sozusagen geschlussfolgert hat aus den urheberrechtlichen Regelungslagen, war, dass der Urheber einen sogenannten Nachvergütungsanspruch nach 32a des Urhebergesetzes hat. Dem kann er sich sozusagen nicht entledigen und von daher hat der BFH unter anderem deswegen eine Überlassung angenommen, weil er sozusagen diesen Nachvergütungsanspruch, der ist nicht dispositiv, den wird er nicht los. Und jetzt ist es so, dass durch dieses Gesetz, was ich gerade angesprochen habe, werden diese Regelungen zum Nachvergütungsanspruch bei Computerprogrammen ausgeschaltet. Das bedeutet also immer dann, wenn wir uns sozusagen einerseits im Urheberrecht bewegen, und es um Computerprogramme geht, dann könnte man jetzt zukünftig, also für alle Vorgänge, die nach dem 7. Juni müsste es sein, vollzogen werden, dass immer dann sozusagen diese Rechtsprechung sozusagen der Boden entzogen ist und dann die urheberrechtliche Regelungslage eben eine andere ist und man deswegen in solchen Konstellationen dann vielleicht doch
zu einer Übertragung, zu einer vollständigen Übertragung dieser Computerprogramme kommen kann und dann eben nicht mehr in eine Überlassung hängt, die dann quellensteuerpflichtig ist. Das ist ganz wichtig und dafür auch noch, vielleicht noch ein letzter Punkt. Die rechtlichen Vorfragen, die sich stellen, bevor man es ins Steuerrecht hineingeht, ich bin ja auch nur Betriebswirt, also interessierter Laie, sollte man sich immer ganz genau anschauen und das mache ich meistens hier mal kurz Werbung mit meinem lieben Kollegen Jan-Dirk Schaal und PwC Legal. Also man sollte in der Tat versuchen, bevor man steuerrechtlich analysiert, die rechtlichen Grundlagen versuchen zu verstehen und auf der Basis dann eben die steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen. Und damit zurück an dich, Arne. Ja, vielen Dank, Ronald. Ich meine, so oder so, manchmal hört man ja auch Total Buyout-Rechtsprechung. Wo lässt sie sich noch übertragen? Manchmal höre ich das auch in anderen Bereichen wie dem Urheberrecht. Ich glaube, so oder so muss man nochmal auch deutlich sagen, das ist erstmal was wahrscheinlich nur fürs Urheberrecht gilt. Bei anderen Rechtsbereichen und wie soll ich es nennen, bei anderen Sachverhalten, bei anderen Rechtsnormen gilt, muss man die natürlich heranziehen. Da ist natürlich die spannende Frage gestellt, gibt es vergleichbare Probleme? Na, ich glaube, Ronald, würdest du wahrscheinlich genauso sehen, oder? Da muss man genau den richtigen Namen. Genau, also die Total Buyout-Rechtsprechung hat im Grundsatz, glaube ich, erstmal nur Bedeutung, wenn es überhaupt um urheberrechtlich geschützte Rechte geht. Wenn wir uns in anderen Rechtsbereichen bewegen, Patentgesetz, Markengesetz etc., wo es solche speziellen Vorschriften wie das Urheberpersönlichkeitsrecht gar nicht gibt, da hat das sicherlich auch rechtlich eine andere Ausgangsbasis und dementsprechend auch ist die steuerliche Analyse potenziell eben anders. Das heißt, man muss sich einen sozusagen im Einzelfall schauen, welches Schutzrecht ist sozusagen einschlägig und auf der Basis dann eben die steuerliche Analyse vornehmen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank euch beiden für die Darstellung. Dann sind wir mit der ersten Runde auch durch. Und heute in etwas verkürzter Form kommen wir direkt nicht zu Neues aus Berlin, sondern wir kommen zu unserem Aufsatz des Monats. Aufsatz des Monats. Ja, und unser Aufsatz des Monats ist diesmal gar kein Aufsatz, sondern es ist ein Buch oder ein Büchlein des Monats. Jetzt hatte schon der Ronald gesagt, er macht ein bisschen Eigenwerbung. Das machen wir jetzt nochmal. Also heute ist die Schleichwerbesendung, kann man sagen. Wir wollen nämlich unsere neue Schrift, die MLI-Schrift, in der Reihe der IFSD-Schriften vorstellen. Das ist ein kleines Büchlein, was entstanden ist mit einer Mitwirkung einer ganzen Reihe von Autoren, denen ich nochmal ganz herzlich danke, die ich jetzt hier alle leider aus zeitlichen Gründen nicht darstellen kann. Kann man aber auch alles dann nachlesen in der Schrift. Und da wollen wir uns dem MLI widmen. Ich hatte das schon vor einigen Minuten gesagt. MLI, nochmal zur Erinnerung, ist ja das Instrument, was im Rahmen des BEPS-Projekts erarbeitet wurde, um einheitlich die abkommensrechtlichen Vorschriften schnell umzusetzen, so zumindest die Änderung. Die Änderungen hatten schon auch Eingang gefunden, ja natürlich ins OECD-Musterabkommen und in den Kommentar. Und jetzt war hier eben natürlich die Idee, über dieses MLI mit einem Handstreich bei Veröffentlichung im November 2016 und der Unterzeichnungszeremonie dann im Juni 2017, dass man das möglichst schnell jetzt eben umsetzen kann. Ja, und dieses MLI und deren Inhalte wollen wir dann entsprechend auch oder werden wir hier auch entsprechend beschreiben und kommentieren. Wer also Interesse daran hat, das ein bisschen besser zu verstehen, der kann das dort nachlesen. Auch insoweit nochmal ganz spannend, auch wie überhaupt die MLI funktionieren. Auch das beschreiben wir, dass wir natürlich sagen, es werden zunächst die sogenannten Covered Text Agreements sozusagen beschrieben, also die grundsätzlich mal durchs MLI modifiziert werden sollen. Und dann werden eine ganze Reihe von Mindeststandards eben dort im MLI geregelt, die also hier also auch eigentlich nicht abwählbar sind. Und dann gibt es eine ganze Reihe von optionalen Regelungen, die dann von den Staaten eben aktiv gewählt werden können. Und wenn beide Staaten das eben auswählen, dann gilt die Option eben als gewählt. Dann gibt es also ein Match, wo wir eben schon ja von Kerstin auch gehört haben, dass es natürlich dann bei den einzelnen DBA-Verhandlungen natürlich wieder Abweichungen geben kann. Hat es ja eben sehr schön dargestellt. Und ja, Kerstin, ansonsten in der Schrift, wenn man das lesen möchte, was kann man denn da noch finden, vielleicht für die Leserinnen und Leser? Kann ich vielleicht mal zeigen, damit man, mal gucken, wie das mit der Kamera hier ist, dass man ein Bild davon hat. Also das ist unsere Schrift sozusagen. Wir haben natürlich uns nicht nur auf den OECD-Weg beschränkt, wir haben auch die Umsetzung in Deutschland dargestellt in dieser Schrift. Das erfolgt ja in zwei verschiedenen Stufen. Die eine Stufe ist schon abgeschlossen, also das Zustimmungsgesetz liegt schon vor. Die zweite Stufe steht noch aus, das Anwendungsgesetz, für die letztlich nur 14
18 vom MLI betroffenen deutschen DBA. Das liegt noch nicht vor, das ist also weiterhin abzuwarten. Und wir haben dann natürlich uns auch die Positionen der anderen Vertragspartner dieser 14 DBA angeschaut, denn auch die haben natürlich die Möglichkeit, bestimmte Regelungen optional zu wählen und dementsprechend auch abzuwählen. Das heißt, nur wenn Deutschland sich für eine Regelung, wie zum Beispiel die Mindesthaltedauer, entschieden hat, heißt das nicht, dass das in allen 14 DBA Anwendung finden wird, sondern wenn der andere Vertragsstaat genau diese Regelung abgewählt hat, dann findet das eben keinen Eingang ins DBA. Und das haben wir in der Schrift für alle 14 DBA und eben für alle MLI-Elemente untersucht. Und neben der Schwerpunkt liegt natürlich auf den 14 DBA, die vom MLI erfasst sind, haben wir dann auch, das hatte ich ja eingangs in dieser Ausgabe gesagt, uns die bilateralen Revisionen angeschaut. Das ist der zweite Block. Und es gibt in der Schrift sogar noch einen dritten Block, nämlich DBAs, die weder auf der vorläufigen noch auf der endgültigen MLI-Liste standen, aber in denen man dann trotzdem einige Elemente, die man aus dem MLI kennt, die dort auftauchen, zum Beispiel das DBA mit Singapur oder Australien. Das sind also drei verschiedene Kategorien von DBAs, wo jetzt MLI-Elemente auftauchen können. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, der Stand, den wir in der IFST-Schrift stellen, stellt gut die Umsetzung in Deutschland dar, zumindest den bisherigen Stand. Und man wird weiter beobachten müssen, das werden wir auch tun, was sich dann im Anwendungsgesetz tut und wie dann die weiteren bilateralen Verhandlungen aussehen werden. Und ganz wichtig, Kerstin, wo kriegt man die eigentlich her? Die kann man im Internet auch runterladen, dann irgendwann von der IFSD-Seite, ne? Wann ist das runterladbar? Genau, erstmal natürlich kann man die natürlich erwerben. Auf der Seite des IFSD kann man das bestellen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt Ende Juni, wird die auch online verfügbar sein auf der Seite des IFSD. Genau. Ja, also von daher, wer Lust hat, einfach mal reinschauen, wer sich damit beschäftigen möchte. Wir hoffen, dass das so ein bisschen weiterhilft. Das ist unser Aufsatz oder das Büchelein des Monats. Interview. Und wir kommen zu unserer Kategorie das Interview. Und ich freue mich sehr, dass ich heute begrüßen darf Frau Dr. Eva Oertel. Sie ist im Bayerischen Staatsministerium zuständig und kümmert sich dort um die Steuern. Hallo Eva. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Eva, wir haben Fußball-EM und heute Nachmittag oder ja, heute Abend besser gesagt, haben wir, glaube ich, noch ein Spiel. Und jetzt müssen alle Zuhörer und Zuhörer natürlich wissen, dass das vorher aufgezeichnet ist. Aber das gibt uns die Chance, den Sachverstand von Eva zu testen. Deswegen die wichtigste Frage heute an dich. Was ist das Ergebnis Deutschland-Ungarn? Also ich sitze hier tatsächlich Luftlinie weniger als einen Kilometer entfernt von der Allianz Arena, wo heute Abend das Geschehen startet. Und ich schätze mal konservativ 3-1 für Deutschland. 2-1 nur deshalb, damit ich mich nicht ärgere, falls die Ungarn doch ein Tor schießen. Also dann werden wir mal gucken, ob das Ergebnis eintritt. 3-1 ist, glaube ich, gar nicht ein schlechter Tipp. Und schauen wir mal an der Stelle, ob du richtig liegst. Ja, wir wollen aber heute auch ein wenig über Steuerrecht sprechen. Wir haben eine Neufassung der Hinzurechnungsbesteuerung, die vor der Tür steht. Und das BMF ist auch nicht untätig geblieben zu hinsichtlich der Hinzurechnungsbesteuerung. Zwar im Wege der Verwaltungsauffassung gibt es da eine Neuerung, nämlich zur Auslegung des 8 Absatz 2 AStG. BMF-Schreiben liegt mittlerweile vor, darüber wollen wir heute sprechen. Ich finde ein ganz spannendes Schreiben. Es kam auch vielleicht ein bisschen auch unerwartet. Ich habe zumindest nicht erwartet, gebe ich zu. Eva, vielleicht magst du eingangs einfach mal bitte beschreiben, was der Auslöser war, dass man jetzt sich dazu äußern wollte. Vermutlich haben wir nicht die BfH-Rät sprechen, aber vielleicht magst du einfach da noch mal ein bisschen drauf eingehen, ja. Ganz genau. Also unser interner Arbeitstitel war Begleitschreiben, und zwar Begleitschreiben zu den zwei BfH-Urteilen 1R11 aus 19 und 1R59 aus 17. Die sind ja in den beiden Einzelfällen, um die es da ging, für die Verwaltung gar nicht mal so ganz schlecht ausgegangen. Eins haben wir vollumfänglich gewonnen und eins haben wir zumindest teilweise gewonnen. Aber in den Urteilsgründen, ich denke, da werden wir jetzt dann auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, waren ja doch ein paar Sachen, die vielleicht zumindest mal zum Nachdenken Anlass gegeben haben und eben auch zum Kommentieren Anlass gegeben haben. Und diese Chance wollten wir nutzen, eben die Urteile zu veröffentlichen mit einem Begleitschreiben, mit einem BMF-Schreiben, wo wir unsere Positionen noch mal ein bisschen ausformuliert haben. Ja, die Urteile sind ja durchaus positiv ausgegangen, aber man muss natürlich sagen, der BfH hat Kriterien entwickelt, die in anderen Konstellationen im Steuerpflichtigen ja durchaus helfen können. Und jetzt liegt die Verwaltungsauffassung vor und wir gehen mal rein. Da sieht man nämlich durchaus, dass eine strenge Sichtweise, kann man glaube ich sagen, des BMF da an den Tag gelegt wird.
Bis dato sind wir eigentlich davon ausgegangen, in den EU-Sachverhalten müssen wir nur wirtschaftliche Gründe nachweisen, muss also Substanz nachgewiesen werden und das Bestehen ja von Tätigkeiten auch. Und dann ist die Zuhörungsbesteuerung eben entsprechend dann eben nicht anwendbar. Und in Drittstaatssachverhalten muss der Nachweis geführt werden, dass es hier keine künstliche Gestaltung gibt. Und jetzt lernen wir, dass sowohl für EU-Sachverhalte, auch für Drittstaatssachverhalte beides gegeben sein muss. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das denn und auf welcher Grundlage kommt man eigentlich jetzt zu dem Schluss? Also ich denke, an der Stelle ist der einzige Punkt, wo man vielleicht so ein bisschen bei den Beratungen altes Recht und neues Recht auch schon zusammengeführt hat. Man kann, glaube ich, als erste Botschaft ganz klar sagen, dem Grundsatz nach ist dieses BMF-Schreiben rückwärts gerichtet zu lesen, also für das alte Recht, ohne jetzt ATAD-Reform, Umsetzungsreform. Dem Grunde nach ist aber ja in der ATAD und ist auch in dem zukünftigen Recht natürlich noch ein bisschen mehr angelegt, dass man sich noch ein bisschen mehr um die tatsächlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen kümmern soll. Und ich glaube, das ist so die einzige Stelle, wo wir auch ein bisschen Transfer gearbeitet haben bei der Ausarbeitung dieses Schreibens. Ja, sozusagen vielleicht den Anforderungskatalog leicht erhöht haben im Vergleich zu dem, wie du sagst, was dann für euch überraschend kam, was sicherlich auch schon bekannte alte Rechtsprechungsauffassung war. Aber es hat natürlich durchaus Auswirkungen, muss man auch sagen, ne? Weil ansonsten für EU-Sachverhalte, wenn wirtschaftliche Gründe ausreichen, dann würde man ja eigentlich sagen, dann liegen die eben vor und dann muss ich mich gar nicht mehr der künstlichen Gestaltung auch beschäftigen. Frage ist auch noch ein bisschen an dich, kann man ja auch davon ausgehen, dass wenn wirtschaftliche Gründe vorliegen, ist die künstliche Gestaltung eigentlich per se ausgeschlossen? Ist das nicht eigentlich denklogisch erforderlich, dass man diesen Schluss zieht? Also so würde ich in der Praxis tatsächlich die meisten Fälle irgendwie auch behandelt sehen wollen, ne? Dass eins ins andere einhergeht und man natürlich da so ein bisschen jetzt unterschiedliche Begrifflichkeiten und unterschiedliche ja, Kriterien vermeintlich in der Literatur zu bilden versucht, aber in der Praxis ist eben etwas, ein Something, das in dem Staat passiert, das man auch irgendwie belegen kann und das dann irgendwie auch glaubhaft eben ja, für Substanz und für ein wirtschaftliches Argument steht, warum man die Investition entsprechend getätigt hat. Und entweder man hat das oder man hat das nicht. Was wir eben in der Praxis eindeutig bekämpfen wollen, sind die Fälle, wo eben gar nichts ist, außer vielleicht einem angemieteten Büro und vielleicht einem Faxgerät und vielleicht noch einem Geschäftsführer, der für 1500 Euro irgendwie Millionen Transaktionen vermeintlich strukturiert. Das sind halt die Fälle, die sind nicht glaubhaft, die sollen ausgeklammert werden. Alles andere, was dann darüber hinausgeht, denke ich, da wird man zusammenfinden, egal wie man dieses Schreiben an der Stelle interpretiert. Ein Punkt hat mich auch noch mal natürlich zum Nachdenken gebracht, nämlich die Anforderungen zur Substanz im Einzelnen. Vielleicht gehen wir da noch mal rein. Die wirtschaftliche Tätigkeit im Aufnahmestaat, wie das ausgelegt wird jetzt durch das BMF-Schreiben. Da ist ja erforderlich, dass eine Nutzung der Ressourcen im Aufnahmestaat vorliegen muss. Ja, also das geht, glaube ich, auch zurück auf Rechtsprechung des Finanzgerichts Münster vor einiger Zeit, wo man sag mal, entwickelt hat, ja, ich muss dort irgendwo verankert sein. Fairerweise muss man auch sagen, ich glaube, in Capital Schweppes hat man auch so bei den Schlussanträgen ähnliche Ansatzpunkte gesehen, wonach also der, ich sag mal, Generalanwalt sagt, ich muss da wirklich meiner Niederlassungsfreiheit nachgegangen sein. Also da kann nicht irgendwie nur ein Papiertiger sein, sage ich jetzt mal, oder ein Briefkasten, da muss wirklich eine Tätigkeit sein. Aber das ist jetzt im BMF-Schreiben natürlich nochmal weiterentwickelt worden, ausgegeben vom FG Münster. Jetzt ist es eben so, dass ich grundsätzlich im Aufnahmestaat tätig werden muss auf Eingangsseite und auf Ausgangsseite. Es steht dann bei Finanzierungsgesellschaft auch drin, eins reicht aus, aber dass ich sage, also nur Ausgangsseite und Eingangsseite muss ich im Aufnahmestaat tätig sein. Aber jetzt machen wir mal das Beispiel, die Gesellschaft kriegt Eigenkapital, eine ausländische Tochtergesellschaft, und sie vergibt Darlehen, ist also nur auf Ausgangsseite tätig. Dann verstehe ich das BMF-Schreiben jetzt so, dass dann die Tätigkeit, die Darlehensvergabe auch nur an Gesellschaften in diesem Staat erfolgen darf. Also dass dann nur die Darlehensvergabe an Tochtergesellschaften im gleichen Staat erlaubt ist. Ist das wirklich so zu verstehen? Ist das die Sichtweise, die da jetzt so angelegt werden soll zukünftig? Nein, das glaube ich nicht. Also was wir da versucht haben zu skizzieren, war eben Beispiele aufzunehmen. Standardbeispiele, ich glaube, wir haben auch mit sehr vielen Weichzeichnern, nach meiner Erinnerung fast in jedem Satz mit Weichzeichnern gearbeitet, dass wir gesagt haben, überwiegend in der Regel. Die Entweder-Oder-Formulierung, die du gerade eben schon angesprochen hast bei den Finanzierungsgesellschaften. Und ich denke, so muss man es hier auch lesen. Also es muss eben zumindest mal ein relativ relevanter, signifikanter Anhaltspunkt dafür da sein, dass in dem entsprechenden Staat
auch tatsächlich etwas, jetzt bin ich wieder bei dem Something passiert ist. Das muss nicht allein und ausschließlich sein. Ich glaube, das kann man im Sinne der Globalisierung heutzutage auch kaum in irgendeinem Sachverhalt mehr fordern. Das sehen wir ja schon bei Kleinstbetrieben, dass die nicht ausschließlich national orientiert sind. Und so muss man das auch nicht lesen. Man muss das als Regelbeispiele lesen und eben auch als Guidance von unserer Seite, wo wir auf jeden Fall sagen, das ist noch genügend. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir bei weniger nicht vielleicht auch im Einzelfall noch mitgehen. Aber wenn ich jetzt frage, was muss ich tun und was soll es kosten und wie weit muss ich eben mich da vorbereiten auf die Diskussion mit der Finanzverwaltung, dann haben wir hier eine Position formuliert, mit der man auf jeden Fall dann gut mit der Finanzverwaltung reden kann. Ja, also hoffen wir, dass das in der Tat in der Betriebsprüfung Praxis dann noch nicht gefordert wird. Ich glaube, das wäre nämlich unionsrechtlich auch kaum haltbar. Von daher nochmal vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Das Outsourcing wird aber auch angesprochen. Ja, das Outsourcing soll grundsätzlich schädlich sein. Da muss ich natürlich auch die Frage stellen, kann das denn wirklich sein, unionsrechtlich? Ein Outsourcing ist wirklich hier schädlich. Man muss ja doch eigentlich schon sehen, dass ja der EuGH in vielen Sachverhalten auch Gesellschaften mit wenig Substanz ja auch nicht in Frage gestellt hat, dass die grundsätzlich den Grundfreiheiten unterliegen. Stichwort Deisterholding und die ganzen Rechtsprechungen kennen wir, Inspire Art, alte Rechtsprechung. Muss man wirklich das Outsourcing verbieten? Ist das für uns rechtlich zulässig? Also ich glaube, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen Blick oder Wette in die Zukunft. Also wenn man sich die Reform zum Beispiel jetzt unseres 50D3 im Rahmen Steuerabzugsentlastungsmodernisierungsgesetz anguckt, da haben wir ja so eine ähnliche Diskussion, ob das nicht irgendwie vielleicht alles zu weitgehend ist und über die EuGH-Rechtsprechung hinausgeht. Auf der anderen Seite haben wir eben die steuerpolitischen Entwicklungen, dass wir an allen Stellen substanzschwache Strukturierungen bekämpfen wollen und dem entgegentreten wollen und haben ja auch, finde ich, schon zunehmend entsprechende Stellungnahmen, zumindest mal auch der Generalanwälte des EuGH. Das heißt noch nicht, dass das an jeder Stelle auch immer gleich durchschwingt dann in das tatsächliche EuGH-Urteil, aber zumindest mal in den Vorberatungen, glaube ich, geht der Trend schon dahin, dass man da durchaus in Zukunft eher strenger denn laxer denken darf. Und jetzt haben wir das halt hier ins BMF-Schreiben auch schon mal so aufgeschrieben. Ja, genau. Wir können ja dann mal gucken, wie sich die Rechtsentwicklung so gestaltet. Also kein Problem, uns da auch neuere Erkenntnisse der Rechtsprechung nochmal zu holen. Ja, also das würde ich auch erwarten, dass wir die wahrscheinlich sehen werden, weil ich denke auch, das wird wahrscheinlich vor Gerichten tatsächlich nochmal zu behandeln sein. Übrigens interessant in der Tat beim 5CT3, die parallele Linie ist, glaube ich, in der Tat interessant. Da ist ja der alte Satz 2 war es, glaube ich, wenn ich richtig sehe, im 5CT3 Absatz 3, der ist ja gestrichen worden, wonach ich das Outsourcing nicht mehr betreiben darf. Also auch da ist ja so ein bisschen Auseinanderklaffen eigentlich zwischen ASIC und 5CT3. Aber gut, da sind vielleicht auch unterschiedliche Referate mit befasst. Ich weiß nicht, ob da wirklich systematisch auch Überlegungen sind, warum man es unterschiedlich behandelt. Aber das ist vielleicht nochmal ein eigenes Gespräch sozusagen, ja. Ja, Amtshilfe wollte ich auch nochmal sagen. Auch ganz spannend, was da drin steht. Ja, hochsystematisch. Vielleicht ist es ja auch, kann ja auch sein, ja. Aber das wäre wahrscheinlich noch abendfüllend, wenn wir das noch wahrscheinlich hier klären wollten. Amtshilfe wollte ich nochmal eben sagen. Die muss tatsächlich durchgeführt werden. Eva, ich glaube, du warst auch eine der ersten, die das in Literatur so, sagen wir mal, entwickelt hat, dieser Gedanke, dass die Amtshilfe nicht nur die Möglichkeit bestehen muss, sondern sie muss durchgeführt werden. Jetzt ist das im BMF-Schreiben noch kritisiert worden, dass man eben zeitnah da eine Antwort auch erwartet. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung des Gedankens. Aber von daher auch schön mit dir über diese These da auch zu diskutieren, weil es ja auch, glaube ich, von dir so ein bisschen auch vielleicht dann angestoßen wurde. Da frage ich mich natürlich, wo ist denn da eigentlich die Grundlage? Weil das ist bis dato, hatte ich immer gedacht, eigentlich so, dass das kein Rechtfertigungsgrund ist für die Staaten, wenn sie nicht durchführen können, weil ich habe ja die Möglichkeit, Amtshilfe zu betreiben. Und wenn ein Staat da Amtshilfe nicht betreibt, gibt es natürlich vielleicht auch Instrumente, wie man die Staaten vielleicht dazu veranlassen kann, da ihren Verpflichtungen nachzukommen. Also Vertragsverletzungsverfahren gibt es natürlich auch die Möglichkeit anzustoßen. Aber wie kann das jetzt hier ein Rechtfertigungsgrund sein? Das würde mich nochmal interessieren, ja. Also vielleicht fange ich dann jetzt mal bei den ganzen großen europäischen Linien an. Die Europäische Gemeinschaft ist konzipiert als gemeinsamer Binnenmarkt und als gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion. Das heißt, es muss schon ein paritätisches Verständnis davon geben, wie man eben im Steuerrecht dann auch Sachverhalte ermittelt und Steuern eben mal jeweils vereinnahmt in allen Anteilseignern sozusagen dieses gemeinsamen Marktes, aber irgendwie dann doch auch im Sinne des gemeinsamen Marktes.
Und da ist natürlich ein wichtiger Meilenstein, dass wir überhaupt erstmal Rechtsgrundlagen haben, die uns die Verifikation, die Zusammenarbeit, das Aufklären von Sachverhalten ermöglichen. Das haben wir aber dem Grunde nach spätestens seit Schaffung der EU-Amtshilferichtlinie. Das war in dem einen Fall deswegen ganz spannend, weil Ungarn in dem streitigen Zeitraum gerade der EU beigetreten ist, sodass es Veranlagungszeiträume gab, in denen die Amtshilferichtlinie eben noch nicht gegriffen hat und dann Veranlagungszeiträume gab, in denen das dann doch schon der Fall war. So kam überhaupt in dem einen konkreten Urteilsfall die Diskussion ins Rollen. Und jetzt muss man eben gucken, reicht es, dass es Rechtsgrundlagen gibt? Ist das tatsächlich schon für das Funktionieren des Binnenmarkts sozusagen ausschlaggebend? Und da sieht man in der Praxis, dass die Rechtsgrundlage alleine natürlich noch keine Information und keine Verifikation des Sachverhalts darstellt, sondern dass zu der Rechtsgrundlage dazu auch noch das konkrete Tätigwerden des Staates kommen muss. Und der EuGH hat uns ja die Grundsatzlinie vorgegeben. Der EuGH hat in dem Rechtssache X ausgeführt, dass es eben zumindest mal auf den Rechtsrahmen ankommen muss, dass zumindest mal ein Rechtsrahmen vorhanden sein muss, um die Latte eben recht hoch oder nicht mehr ganz so hoch legen zu müssen. Und zu dem Rechtsrahmen finden wir nach intensiver Diskussion, da war ich nicht die Einzige, da war ich maximal vielleicht die Erste, wenn auch nicht mal das, die das so gesagt hat, finden wir, dass eben auch das tatsächliche Verhalten eines Staates mit dazukommen muss. Und interessanterweise, das finde ich wirklich bemerkenswert, hat das auch der BfH in dem Ungarn-Urteil so gesehen und hat nämlich, das ist aus den Urteilsgründen zu entnehmen, ein Amtshilfeersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern gerichtet und hat sich erkundigt, wie denn das tatsächliche praktische Auskunftsverhalten oder die Zusammenarbeit mit dem Staat Ungarn funktionieren würde. Also auch die Rechtsprechung scheint zumindest den praktischen Aspekten dieser Frage nicht ganz abgeneigt zu sein. Ups, jetzt der Knopf habe ich auch wieder gefunden. Also interessant, wobei natürlich eine Frage sich noch ein bisschen anschließt. Sagt es auch gerade in EU-Sachverhalten, jetzt muss ich nochmal gerade auch überlegen, im BMF-Schreiben, war es nicht sogar so, dass diese Anforderungen nur für Drittstaatssachverhalte aufgestellt wurden? Ich muss auch gestehen, meine Frage war vielleicht sogar ein bisschen missführend, weil ich von einem Vertragsverletzungsverfahren gesprochen habe. Aber eigentlich nochmal zu meiner Erinnerung, ging es nicht nur darum, in Drittstaatssachverhalten auch eine zeitnahe Antwort zu erwarten? Ich muss gerade selbst auch nochmal ins BMF-Schreiben reingucken. Oder will man das jetzt auch für die EU-Sachverhalte anfordern? Nochmal eine Rückfrage da an der Stelle. Also diese sowohl der rechtliche als auch der tatsächliche Verifikationsrahmen, so ähnlich haben wir es, glaube ich, bezeichnet, der soll in allen Sachverhalten ausschlaggebend sein. In der EU haben wir ja standardmäßig, wie gesagt, die EU-Amtshilferichtlinie, die jetzt für die jüngeren Veranlagungszeiträume in allen Staaten umgesetzt wird. Und das will ich an der Stelle auch mal vorausschicken, in aller Regel auch gut praktiziert wird von allen EU-Mitgliedstaaten. Bei Drittstaaten haben wir das nicht. Da müssen wir gucken, ob wir die große Auskunftsklausel in den DBA nutzen können oder vielleicht das OECD-Amtshilfeübereinkommen, das die OECD als Musterabkommen ausgearbeitet hat, ob das als Rechtsgrundlage trägt. Also da ist schon der Rechtsrahmen so ein bisschen diffiziler im Einzelfall zu eruieren. Und dann muss man eben auch noch gucken, wie verhält sich der Staat im Einzelfall. Das ist, sagen wir mal so, die grundsätzliche Weichenstellung. Und an der entlang werden wir in Zukunft versuchen, eben diese Fragen auch abzuarbeiten. Du hast recht, ich habe mal nachgeguckt, in der Tat, das ist glaube ich in der Tat wahrscheinlich für beides sogar erforderlich. Also von daher ganz spannend, also umso wichtiger nochmal die Erkenntnis und da ist natürlich meine Frage, erwartet man hier wirklich auch zukünftig Probleme oder wie ist der Stand der Dinge? Ich höre mal unterschiedliches, manchmal höre ich auch vielleicht, dass es gar nicht so schwierig ist, Informationen zu bekommen, aber offenbar gibt es da Unterschiede in der Durchführung oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich kann dir jetzt mal sagen, was wir in Bayern besprochen haben und wie wir in Bayern damit umgehen werden. Und dann mögen das andere Betriebsprüfungsstellen in anderen Bundesländern vielleicht ähnlich oder anders sehen. Wir in Bayern haben für uns vereinbart, dass wir im Grunde erstmal den Ausführungen des Steuerpflichtigen Glauben schenken. Der Steuerpflichtige ist ja bei Auslandssachverhalten verpflichtet, erstmal alles offen zu legen und die entsprechende Mitwirkung zu erbringen. 90.3 AO lässt grüßen. Und wenn das alles schon mal substantiiert genug ist, dass wir eben zum Beispiel die Substanzfragen etc. mit einem guten Bauchgefühl, ich spreche an der Stelle immer, weil ein Kollege so gerne tut, vom Störgefühl des Betriebsprüfers, also ohne Störgefühl des Betriebsprüfers abarbeiten können, dann wird für uns der Auskunftsaustausch keine weitere Rolle mehr spielen.
Wenn wir das nicht haben, wenn wir einen Betriebsprüfer mit Störgefühl haben werden, dann wird natürlich der Auskunftsaustausch möglicherweise als Karte gezogen. Dann wird man versuchen, über den ausländischen Staat nochmal zu verifizieren, was dann dort an Fakten vorliegt, wird das Auskunftsersuchen starten. Da ist es übrigens, Arne, gar nicht mal so, dass man immer nur sagen kann, das ist nur die Zusammenarbeit der beiden FIS-Zi, die hier eine Rolle spielt, sondern auf der anderen Seite werden ja solche Auskunftsersuchen dann auch oft wieder mit dem dortigen Steuerpflichtigen zusammen eruiert, sodass durchaus auch schon der Steuerpflichtige eine Möglichkeit hat, spätestens auf der anderen Seite sozusagen so weit mitzuwirken, dass dieser Auskunftsaustausch auch tatsächlich dann zur Zufriedenheit aller funktioniert. Also jedenfalls wird man diese Möglichkeit dann verproben und dann sind das ja sowieso möglicherweise Fälle, die dann auch später streitig gestellt werden. Dann hat man das auch in den Akten, dass man eben hier an allen Möglichkeiten Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und dann kann man gucken, was die Gerichtsbarkeit vielleicht nochmal dazu sagt und welche Erkenntnisse man da nochmal gewinnt, wenn dann die Judikative vielleicht auch nochmal Rechtshilfeersuchen anstrebt oder beim Steuerpflichtigen nachfragt oder eben auch der Sachverhalt so bleibt, wie er ist. Eine letzte spannende Frage ist für mich, das ist natürlich alles ergangen zum alten Recht, jetzt haben wir das neue ASDG natürlich vorliegen, da hat sich der Wortlaut 8.2 ja nochmal ein bisschen verändert, hat sich ja nochmal ein Stück weg verschärft. Ich glaube, das BMF-Schreiben sagt dazu erstmal nichts, inwieweit diese Grundsätze fürs neue Recht auch gelten. Ich gehe natürlich davon aus, dass man wahrscheinlich kaum darunter gehen wird, sondern man möglicherweise noch eine weitere Verschärfung erwarten kann. Gibt es da schon Überlegungen zu oder ist das komplett offen? Also das wird ja auf allen Tagungen ständig diskutiert und ich glaube, alle Vertreter der Verwaltung, nicht nur ich, werden gar nicht müde zu sagen, dass wir eigentlich nicht beabsichtigen, an der Stelle irgendwie den Ton oder den Nachweiserfordernisse zu verschärfen, sondern dass wir eigentlich im Prinzip erstmal die bestehenden Erkenntnisse weitertragen werden in die Anwendung des neuen Rechts, wie wir ja zumindest Vertreter oder Berater der deutschen Bundesregierung auch immer schon ins Feld geführt haben, dass wir sowieso glauben, dass das deutsche Recht weitgehend ad hoc konform ist, um nicht zu sagen, fast vollständig ad hat konform ist, bis vielleicht kleine hybride Fragen beim 4K ausgenommen. Und von daher glauben wir, dass man da ziemlich viel auch transferieren kann an bekannter Guidance sozusagen in die künftige Rechtsanwendung. Ja, vielen Dank. Hochspannend in der Tat. Ich glaube auch hoffentlich für alle, die dabei sind und sich zugeschaltet haben. Ganz herzlichen Dank für die erläuternden Worte. Vielleicht für alle, die sich wundern, warum ich etwas zurückgehalten habe. Ich habe mich nebenbei mit Kollegen auch geäußert in einem Beitrag, der in der IWB auch nach abgedruckt ist. Zusammen mit Kollegen Gebhardt und Krüger habe ich ein bisschen auch was geschrieben. Also für alle diejenigen, die noch vielleicht ein bisschen sehen möchten, wie man auch vielleicht unionsrechtlich die eine oder andere Frage vielleicht kritisch sehen kann, da kann man das auch nachlesen. Also ich habe es vielleicht an einer Stelle angedeutet, aber heute geht es auch darum, die Sicht der Verwaltung etwas weiter zu erläutern. Und das hat wunderbar geklappt. Von daher darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Eva, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, das hat allen genauso viel Spaß gemacht wie mir, dass wir hier das Gespräch führen konnten. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, alles Gute und hoffentlich dann nicht beim nächsten Mal vor Gericht. Nee, das hoffe ich auch, genau. Aber diese Fragen werden auf jeden Fall, denke ich, die Richter nochmal beschäftigen. Aber gut, so ist das Spiel, ja. Gut, dann darf ich auch mich bedanken für alle, die da eingeschaltet haben. Hoffe, es war ein bisschen was mit dabei. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ich wünsche allen einen schönen Sommer. Nachdem wir durch die verschiedenen Wellen ja Corona geplagt sind, hoffe ich, dass wir alle ein bisschen Kraft sammeln können. Und wir freuen uns dann auch nach der Sommerpause mit neuen Ausgaben und vielen spannenden Gästen und hoffen, dass alle wieder mit dabei sind. Alles Gute, bleiben Sie alle gesund und bis bald. So, das Licht ist aus, der Vorhang geht runter, wir schlummern langsam alle weg und Steuern zum Frühstück geht in die Sommerpause. Keine Steuern Reaktion, es ist natürlich nicht Steuern zum Frühstück. Nee, ich weiß nicht. Ja. Nein, jetzt auch schon fast natürlich hier frisch serviert. Ja, ja. Genau. Ich habe das vorher mich schon versprochen, da haben wir das weggeschnitten. Da haben wir gedacht, machen wir das mal. Steuern zum Frühstück übrigens ist unsere Veranstaltung, wo wir da immer Neues vom PwC bringen. Kann man sich auch anmelden, wenn man möchte. Aber ansonsten, glaube ich, heute war nochmal eine schöne Ausgabe. Auch wir waren von der Zeit auch ganz gut unterwegs. Eva war wirklich auch direkt auf den Punkt. Das finde ich klasse. War super, ne? Okay. Genau, und ich möchte vielleicht an dieser Stelle dann doch nochmal den Kollegen danken, die an der IFRT-Schrift mitgeschrieben haben, denn ehrlicherweise, Arne, haben wir die beide ja nicht alleine geschrieben. Also ein Dank nochmal an erster Stelle an Ronald, der hat ja mehrere Kapitel übernommen, aber auch an die Kollegen Jan Haselmann, Lars Nielsen, Michael Oskar, Maximilian Reppel, Timo Welling und Simon Bösken. Vielen Dank.
Allen natürlich vielen Dank für die tolle Mitwirkung an der Stelle. Und wir haben heute natürlich sehr viel Eigenwerbung betrieben, gebe ich zu. Das ist ja also die Werbung der Schleichwerbung schon fast durchzogen. Das machen wir beim nächsten Mal natürlich nicht. Das war jetzt heute mal eine Ausnahme. Ne? Die nächste Ausgabe ist dann nach der Sommerpause auch, weil jetzt ja ein bisschen das ruhiger wird. Der Gesetzgeber sich verabschiedet, gehen wir auch in die Sommerpause. Aber dann sind wir danach im Bus irgendwas auch mit Sicherheit wieder da und freuen uns dann auf die Rückkehr. Gut, in dem Sinne, Kerstin, Ronald, eure Urlaube sind schon gebucht? Sind es, genau. Und wir wünschen allen einen schönen Sommer. Also bring ein paar Urlaubsfotos mit, die zeigen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, genau, bis bald, bis nach der Sommerpause. Tschüss. Danke, bis dann, tschüss.